Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Dienstag, den 24.05.2022. Und unser DAX, der hat hier wieder faules Tier gespielt. Das Bild kennen wir schon aus vergangenen Zeiten, beziehungsweise vergangenen Tagen, in denen DAX nicht viel geleistet hat. Und hier hat er nicht viel geleistet. Wobei, da wäre ich ihm gar nicht gerecht, wenn ich das so sehe. Hat er schon was geleistet. Ne? Das kam einem bloß nicht so vor. Hier bin ich jetzt doch erstaunt. Er hatte das anders wahrgenommen. Dadurch, dass er natürlich an der Eröffnung geschlossen hat, war das für mich für den Tag relativ unspektakulär. Der hat halt unten den Gap Plus gemacht, wieder zurücklaufen, hat es gehalten. Aber wir sind auch über dem Hoch gewesen, über dem Hoch von letzte Woche Freitag. Wir sind über dem Tagesschluss von der Vorwoche gewesen. Das heißt, wir stehen erstmal ein gutes Stückchen höher. Wir befinden uns hier weiter in der Aufwärtsbewegung und man sieht auch so deutlich, wir bewegen uns immer weiter aus diesem roten Schatten heraus, der hier im Hintergrund liegt, durch diesen Abwärtstrend, der da noch gefallen ist, beziehungsweise die Abwärtstrendkante. Das heißt, da muss man auf der Oberseite weiter wachsam bleiben. Das haben wir die Tage jetzt immer mal wieder erzählt und erklärt, dass der DAX sich doch Stück für Stück halt immer weiter nach oben geschoben kriegt, trotz dass halt relativ viele den wirklich unten sehen und auch unten haben wollen. Und da muss man dann aufpassen, dass der halt nicht mal so einen Sprung nach oben dann macht und die ganzen Leute halt vollkommen überrumpelt. So aus der Bewegung heraus würde ich deswegen sagen, ist das erstmal noch aktiv. Die Einschätzung bleibt unverändert. Wir haben gestern bestimmt gesagt, wenn er sich über 14.100 gehalten bekommt, überhalb von 14.40 gehalten bekommt, dass er dann weiter hoch kann Richtung 2.50 und vielleicht auch mehr. Das ist noch aktuell. Wir haben hier erstmal wieder nur an der 14.220 gekämpft, ne, die kennen wir noch von hier, die kennen wir von da und hier war nicht ganz dran. Also gerade insbesondere vom 18. Mai, was war das, war auch, das ist ein Donnerstag, nee, es war ein Mittwoch gewesen, ne, da kam man auch so rein mit Aufwärtsgip, das hat super gut ausgesehen, dann, also nicht mit Aufwärtsgip, aber das hat super gut ausgesehen, dann hat er am nächsten Tag auch Overnight, war deutlich höher gewesen hier, hat dann runtergestanden und von unten dann an der 20, der hatte sich so die Zähne ausgebissen, dass er dann richtig nach unten weg verprügelt wurde. So, jetzt ist er hier rangekommen, hat das auch nochmal probiert und kocht die sich natürlich jetzt weich, ne, drückt er dagegen. Ist jetzt nicht unbedingt ein steigendes Dreieck, aber wer so die Psychologie in einem steigenden Dreieck kennt, dieses stetige Drücken gegen einen Widerstand und dieses immer kürzer davon abstoßen, das ist eigentlich von der Funktion her schon da. Ja, also von der Psychologie, die hinter so einem steigenden Dreieck liegt, dass das dann eben schwungvoll dynamisch nach oben auflöst, die haben wir hier in den Bewegungspattern auch drin. Deswegen würde ich schon, also eigentlich so wie ich es vorhin gesagt habe, ich würde dann weiter einplanen, dass der auf der Oberseite auch gut ein paar Meter rausspringen kann halt. Ne? Die nächste Station ist 2,50, da liegt noch ein Gap close, dann haben wir die 3,50, 3,60, dann haben wir die 4,45 und darüber kommen dann wieder 600, 6,37. Das ist für mich alles in den nächsten Tagen möglich. Solange eben nicht nach unten anfängt, irgendwie Patzer zu machen, ne, oder wichtige Niveaus zu verlieren. Als wichtiges Niveau hat man gestern genannt, die 850 und die 800. Da sollte er besser nicht runter, weil er sich sonst darunter eben guten Schwung in den Rücklauf mit rausholen könnte. Da haben wir schon wirklich gesagt, dass es dann wahrscheinlich nicht bloß hier drunter wird, sondern dass es dann eher ein neues Tief hier drunter gibt, wenn er jetzt anfängt, hier unter 800, unter 850 wegzukippen, auch unter den, was ist das, 13.670 oder sowas, dann hier noch neue Tiefs rein, das wäre halt alles scheiße, ne? Das würde nach unten ziehen, aber so, der ist ruhig, der ist entspannt, für mich eher die Gefahr auf der Rückseite, dass der ein bisschen schneller wird, ne? Und die Leute, die sind noch immer sehr shortlastig unterwegs und man sieht auch sehr viele, die so wissentlich eigentlich auch dagegen ankämpfen oder wie soll man sagen, halt, ne, man sieht viele, die eigentlich wissen, dass das nicht richtig ist, Short zu handeln, aber die trotzdem Short handeln. Und sowas ist eigentlich immer gut, dass der Markt dann einfach noch ein paar Punkte laufen kann. Ja, und von daher, wir lassen das mal so unverändert, wie wir es hatten in der Einschätzung. Na, also gerade auch so 3,50, 3,60, das würde schon mal noch ein bisschen im Zielvisier behalten. Und eben auch höheres, wenn er sich gut macht. Halt, ne, solange da unten die 8,50 und die 800 nicht wegklappen. Und von daher brauchen wir ja auch eigentlich jetzt nicht mehr Zeit verlieren. Nicht länger besprechen als nötig. Der Tagesschart sieht halt auch nicht. Es tut mir leid halt, ne? Also, da jetzt hier brachiale Schwäche rein zu analysieren, da tue ich mich schon seit Tagen mit schwer. Und
wenn ich sagen, er gibt mir immer recht, das wäre auch nicht richtig. Er reißt es schon immer ganz gut nach unten an, aber der triggert halt auch keine Verkaufssignale an, ne? Das muss man schon ganz klar festhalten. Und von daher, die hier immer wieder aus dem Trend, der orientiert sich hier an der Trendkante. Also ich sehe den bei weiter steigenden Hochs und Tiefs. Ne? Auch bei diesem anhaltend ruhigen Verhalten sehe ich eher, dass der noch auf der Oberseite ein bisschen was rausarbeitet. Ja, also bleibt sozusagen komplett gleich die Einschätzung von gestern und auch von Tag davor. Gut, okay. Dann, ja, machen wir es nicht unnötig länger. Mache ich hier das Ding zu. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.